So, vorab eine gute Nachricht. Wir sind aus Detmold gerade wiedergekommen. Nicole geht's gut. Alles okay mit dem Auge. Die hatten letztens einfach nur einen Schatten da irgendwo gesehen. Aber zur Kontrolle ist es dann doch besser. Ne? So ist das im Leben. Jetzt geht es uns auch wieder besser. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir haben jetzt schon 11:30 gleich. Wir werden jetzt anfangen heute. Und zwar mit dieser wunderschönen Nepenthes Kannenpflanze. Die Brixiana. Die bekommt heute einen Topf, einen ordentlichen Bewässerungstopf von Lechuza. So, okay. Damit fangen wir jetzt gleich an. Wir sind gerade wiedergekommen. Ich wollte das nur vorab schon mal gemacht haben, dass ich die Einleitung habe und mich jetzt in Ruhe erstmal ja, vorbereiten kann. So, dann machen wir das heute auf jeden Fall, weil die Pflanze so wunderhübsch ist. Das ist also wirklich eine mega hübsche Pflanze. Ich habe übrigens auch wieder eingekauft heute. Mal gucken, wann ich euch das zeige. Ja, und da unten steht noch etwas. Da schauen wir gleich auch mal etwas näher hin. Okay. Die Kannenpflanzen in der Selbstbewässerung hier auch im Lechuza-Topf. Ich wollte erst den nehmen von gestern, ihn wiederverwenden in dem Sinne, für unsere wunderschöne Kannenpflanze. Allerdings rot in rot ist dann doch nicht so. Ne? Das ist gut, dann habe ich mir jetzt einen neuen Topf mitgebracht. Ich habe zwei tatsächlich auch mitgebracht, in Anthrazit dieses Mal. Und den werden wir jetzt verwenden. Ich habe das Substrat, was hier drin ist, das ist Vulcaflor vom Vulcatec, zweimal kräftig geflutet. Das ist übrigens Pond, das verwenden wir nicht, das ist aufgedüngt. Zweimal kräftig geflutet. Das letzte Mal habe ich heute Morgen das Wasser dann rausgegossen, also stand über die ganze Nacht drin, damit wir das ein bisschen gecleant haben. Jetzt muss ich allerdings irgendwie vorbereiten, wenn wir sie hier reinpflanzen wollen, denn das Substrat muss ich hier rausholen und dann hier gleich reinfüllen können. Da muss ich gleich überlegen, wie ich das hinbekomme hier. Guck mal, alles schon fertig, brauchst gar nichts mehr machen, ne? Coole Sache. Das Einzige, was wir machen müssen, ist unsere Klarsichthülle gleich hier oben drauf stecken noch und damit hat sich die Kiste schon. So schnell ist das gemacht. Ach, ich sag's ja, du, aufregende Zeiten, aber gut, dass wir jetzt wieder einen Schritt weiter sind und etwas mehr in Ruhe machen können jetzt, ohne sich tausend Gedanken machen zu müssen. So, mal gucken, stellen wir den einfach so hin. Ich glaube, es ist einfacher zum Einpflanzen. Ne? So, das Substrat muss ich jetzt irgendwo reinpacken, wie gesagt, damit ich arbeiten kann. Ne? Weil ich kann es ja hier schlecht raus und da wieder rein. Das funktioniert nicht. Man muss immer eben überlegen, wie wir das machen. Okay, ich habe das Chätzchen auch nochmal hingestellt, damit man sieht, dass die tatsächlich im mineralischen Substrat wachsen. Richtig gut sogar, ne? Richtig coole Sache. So, okay, ich bereite das weiter vor und dann geht es gleich weiter nach einer Tasse Kaffee. Okay. Ich habe das jetzt ein bisschen vorbereitet, schon mal etwas reingefüllt, damit das nicht ganz so lange dauert hier. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns Zeit dafür, denn das ist doch eine mega hübsche Pflanze und die wollen wir auch so hübsch behalten, nicht wahr? Okay, jetzt mal gucken, wie wir die rauskriegen hier. So, ich werde mal vorsichtig einfach ziehen an dem Ganzen. Warte mal, den Docht vielleicht ein bisschen reinschieben von unten. Ja, genau, dass sich das von unten so ein bisschen hebt. Ja, das geht gut. So. Dann ziehen wir das Ding vorsichtig raus hier. So, sieht das Ganze aus. Ich gucke jetzt mal eben, wie die Wurzeln aussehen. Das sieht recht kompakt aus, muss ich sagen. Also soweit okay. So, dann kommst du jetzt rein hier. Ach, was bin ich froh, dass das Schätzchen jetzt endlich so einen ordentlichen Topf reinkommt und dementsprechend sich gut versorgen kann. Mal eben das mal an die Seite hier. So, okay, dann füllen wir das Substrat jetzt auf. Das nächste Mal werde ich das nicht mehr vorher machen mit dem Spülen, sondern ich werde es nachher machen. Ich werde so eine Pflanze einfach einpflanzen, hat man damals auch gemacht hier. Und dann ein paar Mal spülen, ne, und dann ist gut. Geht auch. Ich dachte mal, dieses Mal machst du es mal anders. Ne? Aber es ist besser, mit dem trockenen Substrat zu arbeiten. Ist definitiv so. Das ist einfach einfacher. Gut, man könnte es auch vorher trocknen wieder, aber weißt du was, ich kann ja nur ohne hier 10 Tage warten, bis ich hier fertig werde. Ne? Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. So, ich habe es jetzt ungefähr 2 cm tiefer gesetzt. So, siehst du wohl. Geht doch einfacher als gedacht, ne? Und wie gesagt, das Schönste an der ganzen Sache ist jetzt ist sie lange Zeit ordentlich versorgt. Wir werden jetzt allerdings noch nicht düngen anfangs. Wundert sich wahrscheinlich, weil ich jetzt mehr habe, als vorher drin war. Ich hatte 2 Töpfe vorbereitet. Weiß Bescheid, ne? So ist das dann. So, bevor ich die letzten Krümel zusammenkratzen muss, ne, habe ich dann alles hingekippt und gut ist. So, das heißt, wir werden das jetzt durchspülen. Dann nehme ich den alten Topf einfach mal.
Dann brauche ich gleich nicht so viel sauber machen hier. Einmal durchspülen das Ganze. So, auch dass man keine Kannen hier einklemmen. Jetzt kannst du natürlich nichts mehr sehen, ne? So, doch ein bisschen noch, ne? Obwohl, Rot sieht das auch nicht so verkehrt aus. Ah, nein. Ich glaube, wir nehmen doch den Schwarz. Gut, wir können es zum Vergleich dann ja gleich mal sehen, wie das aussieht. Zum Vergleich gleich, weißt du Bescheid, ne? Wie das dann aussieht. So, wie gesagt, wir spülen das Ganze jetzt noch einmal durch, damit die Wurzeln schön Kontakt auch bekommen und gegebenenfalls nochmal überschüssige Stoffe, die hier drin sind, mit rausgespült werden. Und das werde ich so, ja, in den nächsten 3 Tagen werde ich das immer wieder mal nachmessen. Und wenn der Mikrosiemenswert unter 50 ist, am besten so, ja, bei 30 bis 40, dann werden wir das Schätzchen auch aufdüngen. Bei maximal 100 Mikrosiemens, wie wir das kennen. So, das sollte ausreichend sein. Wie gesagt, das Wasser gieße ich jetzt nochmal weg und dann befülle ich das gleich nochmal. Doch, ging doch einfacher als gedacht. Ich hole das jetzt raus hier und dann stellen wir das jetzt einfach in den neuen Topf rein. Ist am einfachsten, ne? Sonst hätte ich hier das Wasser und da das Wasser erst wieder nochmal wieder rausgießen müssen und weiß Bescheid, ne? Dann hat man sich so ein bisschen besser beholfen. Alles easy, alles cool, alles beautiful. Ja, siehst du wohl, guck mal. Ja, doch, das sieht optisch besser aus, würde ich sagen, ne? Weil es Rot in Rot, das sticht sich doch zu sehr. So, da entwickelt sich auch hier schon eine neue Kanne. Da können wir das auch sehen, wie sich das Ganze entwickelt im Laufe der Zeit. So, wie gesagt, jetzt befüllen wir das Ganze nochmal mit reinem Wasser, bei uns Osmosewasser. Kannst auch destilliertes Wasser nehmen, das geht auch. Und wie gesagt, im Normalfall aufgedüngt bei ca. 100 Mikrosiemens. Das machen wir bei dem Schätzchen auch hier. Und das läuft richtig gut. So, siehst du wohl. Ah, ist das schön. Ich hatte schon so ein bisschen die Lusten verloren bei den Karnivoren. Aber weißt du was? Manchmal ist das so, ne? Dann machst du nichts. Aber das heißt ja nicht, dass man alles wegtun muss. Irgendwann kommt es dann plötzlich wieder. Und das ist jetzt so gegeben. Und von daher machen wir auf jeden Fall bei den Kannenpflanzen weiter. Ne? Weil das läuft richtig gut, muss ich sagen. Okay, dann haben wir das geschafft. Ich glaube, fast schon ein weißer Topf wäre sogar noch besser. Also hier passt das so, ne? Aber die sind recht grünlich. Das sieht okay aus. Ne? Das ist schon mal schön Kontrast. Aber hier bei dem dunklen Rot, also ich gehe fast davon aus, dass Weiß doch ein bisschen interessanter wäre von der Optik her. Oder was denkst du, obwohl so geht es? Ne? Aber die sind doch recht dunkel, die Kannen. Alter Schwede. Das siehst du jetzt hier im Film nicht so, weil die Belichtung ein bisschen heller gestellt ist. Von daher ist das jetzt so gegeben. Aber okay, hör mal auf. Ist ja nicht so schlimm. Dann kann ich nochmal einen weißen Topf besorgen und dann können wir den da reinhängen und dann sehen wir das zum Vergleich mal, wie das aussieht. Aber Rot, wie gesagt, das passt definitiv überhaupt nicht dazu. Okay. Ich habe die Belichtung ein bisschen runtergedreht und leuchtet das nicht so dolle. Das ist unsere Peperomia variegata römisch. Ja, sie ist tatsächlich in variegater Form wieder ausgetrieben. Das ist eine coole Sache. Das war das Blatt halt, was variegiert war. Darüber hatten wir das abgeschnitten hier. Und ich muss sagen, das hat wunderbar funktioniert. Ich hoffe, ich bleibe das noch scharf gestellt. Bei dem Blatt sieht das wieder ähnlich aus. Hier sieht man auch schon wieder hell. Also es scheint tatsächlich zu funktionieren. Also das ist eine coole Sache, dass das jetzt so sich in Erscheinung zeigt. Dass der Austrieb, der ist grün von hier unten. Bis jetzt zumindest noch. Und wie gesagt, der ist tatsächlich variegiert. Wobei die grüne Form hier auch von dem grünen Blatt kommt. Ne? Also das ist jetzt mal eine sehr interessante Sache, würde ich sagen. Lohnenswert auf jeden Fall weiter zu beobachten. Ja, siehst du wohl. Dann haben wir das auch geschafft. Mit der Brixiniana. Dann gibt es heute ein kleines Update von der Monstera Thai Constellation. Ich habe schon nachgemessen. Es zeigt sich hier, dass der Mikrosiemenswert wieder etwas gestiegen ist von 940 auf 960. Das heißt, wir gehen langsam an die 1000 dran. Das ist mir doch zu viel jetzt. Pass mal auf, wir werden das gleich ein bisschen verändern, weil das ist mir doch too much jetzt. Das ist einfach zu viel. So habe ich das zumindest im Gefühl und von daher werden wir das auf jeden Fall ein bisschen verändern gleich. Ansonsten sieht es aber gut aus, muss ich sagen. Wir haben ein bisschen tiefer, dass wir uns das nochmal ansehen können, wie das hier aussieht.
Wurzeln sind okay soweit. Kriegen das ein bisschen näher dran. Ja, siehst du wohl. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ne? Aber ich habe so ein bisschen Bammel, muss ich ehrlich sagen, weil der Wert, wie gesagt, gestiegen ist. Wir hatten anfangs reingepackt 850 und sind jetzt bei 960. Das ist nicht so ganz gut. Irgendwie scheint es so zu sein, als, ne, wenn die Pflanze nicht so wirklich die Nährstoffe tanken kann. Und von daher werde ich hier auf jeden Fall ein bisschen reines Wasser schon mal nachfüllen. Das können wir jetzt auch eigentlich in dem Zuge so stehen lassen, hier würde ich sagen. Kriegen wir ein bisschen rüber. So, siehst du wohl noch ein kleines Stückchen höher. Ja, ist auf jeden Fall interessant, das jetzt so zu beobachten, dass das sich so zeigt in dem Sinne. Okay, weißt Bescheid. Hör mal auf, dann mache ich das so. Dann füllen wir jetzt einfach ein bisschen reines Wasser hier nach. Nach wie vor so, dass unser Stammstückchen nicht im Wasser steht. So. Besser ist das. Das wird sich jetzt nicht ganz viel verändern. Aber ein bisschen schon mal, ne? Dass wir es ein bisschen wieder runterbringen, weil das ist mir jetzt echt zu viel. Da habe ich doch ein bisschen Bammel, muss ich sagen. Und von daher reagieren wir lieber jetzt, bevor irgendwas passiert. Ja, besser ist das, würde ich sagen. Ich glaube, das werde ich auch mal noch genauer kontrollieren. Das heißt, ich werde heute Abend das Ganze auch noch mal mir genauer ansehen, wie die Wurzeln aussehen, inwieweit sich da was verändert. Weil manchmal geht das dann nämlich schlagartig, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Manchmal ist das so, ne? Pass mal auf. Ich glaube, ich, dass das zu viel ist, so. Ja, so, pass mal auf. Das lasse ich jetzt erstmal so. Ich werde heute Abend nochmal genauer nachsehen, ob ich vielleicht dann doch noch ein bisschen kräftiger eingreife. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Wurzeln nicht mehr wirklich wachsen. Man kann es jetzt so nicht wirklich erkennen, aber es ist halt so, ne? Wenn viele Nährstoffe da sind, dann brauchen die Wurzeln auch nicht mehr so extrem wachsen, weil sie ja gemütlich die Nährstoffe transportieren können in dem Überschuss, der jetzt wahrscheinlich dann auch gegeben ist. Von daher, also was, wir beobachten das auf jeden Fall weiter hier. Weißt du was, wenn ich schon das Gefühl habe, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, wollen wir dann doch lieber eingreifen. Besser ist das, ne? Hier müssen wir noch ein bisschen Wasser wechseln. Und da behelfen wir uns jetzt einfach mit ein Stückchen Schlauch. Und da gießen wir einfach mal hier Wasser rein. Blub, 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 blub. Moment, Moment, Moment. Halt, halt, halt. Warum kommt der jetzt hier? Ach, der ist schon oben. Ne, fast. Moment. Kleines bisschen noch. So, jetzt ist er voll. Dann ist das einfacher, ne? Du kannst den Schlauch auch reinhängen und raussaugen. Kennt man alles aus der Aquaristik. Aber so ist das dann besser. Jetzt halten wir das eine Loch auf jeden Fall zu hier. Hängen den Schlauch jetzt hier rein und hängen den jetzt tiefer als der eigentliche ist. Und somit können wir das hier rauslaufen lassen. Nicht alles, ne? Ein Teil erstmal, würde ich sagen. Ich glaube, das müsste reichen. So, halt, genau. So, Rest raus. So kann man sich so ein bisschen behelfen, ne? Wenn du das ein, zwei Mal gemacht hast, dann ist das ganz einfach. So, den muss ich gleich sauber machen. Also an die Seite. Das heißt, wir füllen jetzt nochmal Wasser auf. Dieses Mal habe ich tatsächlich auch noch Wasser drin in der Gießkanne hier mit reinem Wasser dieses Mal auch tatsächlich. Gegebenenfalls werde ich ein bisschen Leitungswasser noch dazugeben, wenn der pH-Wert zu weit absackt. Aber das ist mir jetzt dann doch lieber, ne? Weil das ist mir zu gefährlich. Wie gesagt, wenn ich schon den Eindruck habe, irgendwas ist hier im Busche, ne? Dann handeln wir lieber. So, okay. Dann werde ich gleich nochmal nachmessen, wie das jetzt aussieht. Mit dem kleinen Schluck, was ich vorhin dazu gegossen hatte, waren wir auf 940. Also nicht wirklich viel weniger, ne? Von daher, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder die Mutter der Monsteras. Weiß Bescheid. Besser ist das. Weil das war jetzt echt zu viel. Wir sind von, sagen wir mal, 650 auf 950 und das ist einfach zu viel. Das ist zu viel auf einmal gewesen auch. Von daher, ne? Ich meine, gut, das Blatt, das neue sieht gut aus, aber ich habe das Gefühl, bei den Wurzeln stimmt irgendwas nicht. Und von daher bin ich da lieber vorsichtig. Besser ist das. So, okay. Eigentlich müsste man eine Zeitrafferaufnahme mal machen, ne, über einen Tag und eine Nacht. Dass man mal sieht, ob die Wurzeln jetzt wachsen. Sollte man vielleicht mal machen, ne? Okay, jetzt wird er nicht scharf gestellt. Ja, ich bin gerade so ein bisschen hibbelig, muss ich sagen. Man sieht auch im oberen Bereich hier, da sind die Wurzeln etwas bräunlich, ne? Das war so das Erste, wo ich mir dachte, ob da irgendwas im Busche ist. Hier kann man es vielleicht auch noch mal sehen. Ganz oben die eine Wurzel, kann man die sehen? Ja, kann man, ne? Die ist auch so ein bisschen dunkler. Weißt du was?
Werden wir jetzt sehen, ob es dann jetzt besser läuft wieder. Okay, ja, wie gesagt, ich war gerade ein bisschen nervös, weil das, da habe ich jetzt noch ein bisschen Bammel gehabt, ne? Okay. Das schauen wir uns jetzt nochmal an, damit wir das nicht vergessen. Ne, wir haben jetzt heute 960 Mikrosiemens gemessen, pH 7,3. Jetzt haben wir Osmosewasser dazu gegeben. Ich habe gerade nachgemessen, wir sind bei 790 jetzt ungefähr, aber ich werde es nachher nochmal nachmessen und das dann nochmal notieren, dass wir das dann festhalten. Ja, also das ist mir dann doch lieber, weil das war mir jetzt ein bisschen zu viel tatsächlich. Okay. Ein neues Glas habe ich auch schon besorgt für die Monstera, damit sie dann dort umziehen kann bald, damit sie besser wachsen kann im Wurzelbereich. So, und dann schauen wir hier mal ganz kurz, wenn er den scharf stellt. So, das ist unsere Orchidee, die Juwelorchidee hier im Osmosewasser. Also dieses Plastik kann man das immer schlecht sehen, ne? Sollten wir vielleicht auch mal Glas nehmen demnächst. Ja, also sie bewurzelt wunderbar, muss ich sagen. Richtig coole Sache. Das klappt, ich denke mal, in 2 Wochen ungefähr, 3 Wochen können wir sie dann tatsächlich auch einpflanzen. Könnte man jetzt hier rein theoretisch auch schon machen. Ja, okay, dass wir davon ein kleines Update haben hier von unserer wunderschönen Juwelorchidee. Und ein kleines Update unserer Mango, die wir hier damals in Ponn hineingesteckt haben, also den Samen. Und das hat also genial geklappt. Mittlerweile düngen wir ja auch bei 1000 Mikrosiemens. Das ist jetzt eines der neuen Blätter, was herauswächst. Hier oben sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 neue Blätter. Ich halte das mal ein bisschen schräg, dass man das sehen kann. Also das hat wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Richtig coole Sache, dass wir das in Erfahrung gebracht haben, dass man die Samen also von vornherein tatsächlich mit Nährstoffen versorgen kann. Und wie wir sehen, sie wachsen wunderbar kräftig grün. Aber auch hier kontrollieren ab und zu mal, dass wir nicht zu hoch kommen. Ansonsten würde ich sagen, läuft das richtig gut mit den Mangos jetzt. Okay. Dann ganz kurz der zweite Versuch, den wir hinterher gemacht hatten. Auch hier haben wir den Samen direkt reingesteckt in das Substrat. Und auch das Schätzchen ist wunderbar herausgewachsen. Auch hier tatsächlich direkt in Ponn gesetzt. Und ich muss sagen, dort klappt richtig gut. Also, ne, wer hätte das gedacht? Es ist aber tatsächlich so. Es läuft. Genial. Ja, also es wird auch einfacher, auch mit den Mangos. Und ein kleines Update unserer Peperomia caperata Schumi Red. So, jetzt gerade gezeigt, dass so ein paar Blätter hier runterhingen. Da dachte ich, ziehst du hier einfach mal ab. Dann habe ich mal hochgehoben. Ich zeige euch das jetzt mal, wie das aussieht. Hier ist ja mehr oder weniger eine Doppelpflanze. Und hier ist also ein Teil, der verabschiedet sich, und zwar dieser hier. Der ist also komplett Matsche. Das nehmen wir jetzt mal weg hier, damit uns das nicht weitergeht im Prinzip. So, alles was kaputt ist, weg. Ja, so ist das, ne? Ein Teil hat sich verabschiedet, ein Teil lebt. Es ist schon wichtig, dass man das dann auch mal kontrolliert, denn das fängt an zu gammeln und zu faulen und das geht auch alles ins Wasser hier über. Ne? Und von daher ist das schon wichtig, das zu kontrollieren. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Rest dann tatsächlich noch überlebt. Allerdings muss ich jetzt hier mal just das Wasser wechseln. Besser ist das, ne? Ja, so kann es gehen. Okay. Weiter geht's mit ein paar kleinen Updates, und zwar nochmal Peperomia. Achso, hier habe ich das Wasser jetzt gewechselt. Ne? Sauber gemacht das Glas, neues frisches Wasser rein, auch hier wieder Osmosewasser. Wie gesagt, der Teil ist richtig knackig und der andere zweite Teil, der ist hopsig. Irgendwo dran das liegt, ich weiß es nicht. Vielleicht hatte der von vornherein schon Knacks gehabt, durchaus denkbar. Ne? So, unsere Peperomia Raindrop, das sind die, die wir mal abgeschnitten hatten, die aus dem Becherchen. Hier haben wir Urgesteinsmehl reingepackt und Osmosewasser. Und so sieht das Ganze heute aus. Ich muss sagen, richtig cool. Vor allen Dingen die Schätzchen, sehe ich gerade nichts, die Schätzchen sind auch schön kräftig grün. Wie gesagt, gedüngt wurde hier noch nicht. Ich belasse sie noch ein bisschen drin. Bei gegebener Zeit werden sie auch einpflanzen gemeinsam. Und einmal ganz kurz gezeigt unseren Schlangenkaktus. Das ist der erste Steckling, den wir damals gemacht hatten. Ne, die sind drei. Das heißt damals, noch gar nicht ganz so lange her, da hatten wir ja mal lange Stecklinge gemacht, ne? Und dann hier im Wasser bewurzeln lassen. Und sie hängen immer noch hier drin, werden noch nicht gedüngt, immer nur Osmosewasser reingegossen, zwischendurch mal. Wir verbrauchen ja auch nicht viel. Und wie wir sehen, auch denen geht es richtig gut. Interessante Geschichte, muss ich sagen. Ich werde sie auch weiter drin belassen, denn wir haben ja nun auch schon einige und von daher ist das sicherlich auch interessant, das zu beobachten. Allerdings nicht mehr im Becher, das werde ich abändern. Ich weiß allerdings nicht, ob ich jetzt sofort was finde. Wenn ja, dann machen wir das jetzt gleich noch, weil das ist nämlich auch eine interessante Geschichte. Wir wissen ja schon,
dass wir Sukkulente tatsächlich auch im Wasser halten können. Wir haben ja einen, und zwar Drachenfruchtkaktus, Pitaya, der schon ja, ein paar Jahre mittlerweile im Wasser hängt und tatsächlich damit gut zurechtkommt, muss ich sagen. Sogar mit Wurzeln. Ich zeige es jetzt nochmal. Bevor ich hier viel quatsche, hol das Ding noch ran und zeige es. Dann kann man das doch verdeutlichter sehen. Ja, du merkst, ich bin schon ein bisschen durch den Wind heute. Aber wie gesagt, die gute Nachricht. Ach, das war so gut, ne? Das ist schon schön, wenn dann auch mal was Positives ist. Ich sage es dir so. Gesundheit ist das A und O, ne? Ohne dem, tja, ist das nicht so schön, das Leben. Das ist nun mal so. Ja, das ist sie, unsere Pitaya. Also, ne? Die steht hier tatsächlich im Wasser mit ihren Wurzeln. Und wir haben die Wurzeln immer wieder rausgezogen, deswegen sind die Wurzeln hier auch im Außenbereich. Das war nur just for fun, um mal zu gucken, wie die so drauf reagieren. Ich muss sagen, das hat cool geklappt. Richtig genial. Ne? Also man kann sie tatsächlich auch im Wasser. Klimbim, so offensichtlicher Mistbau. Okay, das heißt, kriegen wir die jetzt einfach so da rein oder muss ich irgendwas konstruieren? Ich werde es einfach mal versuchen. Ich denke mal, die müssten sich eigentlich selber halten. Das ist okay, würde ich sagen. Weil die hängen ja hier über, von daher können sie eigentlich nicht weiter reinrutschen. Ne? Denke ich mir jetzt einfach so. So, hier gießen wir erstmal nur Osmosewasser rein, werden auch aufdüngen, aber heute noch nicht. Erstmal nur Osmosewasser rein, wie gesagt. Und dann schauen wir mal, wann wir hier gemeinsam aufdüngen. Aber wie gesagt, gedüngt habe ich sie bis jetzt noch nicht. Ne? Also von daher, wollen wir mal gucken. So, sollte das reichen? Jawohl, das reicht vollkommen aus. So, dann haben wir wieder ein Projekt zum Beobachten. Was hier drin ist, weiß ich auch nicht. Ich habe da noch nie nachgemessen. Ich habe mal irgendwann mal ein bisschen Nährstoffe reingepackt, aber nicht wirklich viel. Und von daher ist das okay soweit. Ja, irgendwann, ich weiß auch nicht, ob die irgendwann mal abreißt, hier die Wurzel. Eine Wurzel hängt hier noch drin, eine dicke. Die kleineren sind tatsächlich schon kaputt gegangen. Ich ziehe mal ein kleines Stück wieder weiter raus hier. Gucken, ob das hält noch. Jawohl, das hält noch. So kriegen wir die Wurzel immer weiter raus. Ah, das ist auch eine interessante Geschichte, muss ich sagen. Hätte auch keiner gedacht, dass sowas möglich ist. So, wir kommen zum Ende Gelände, denn ich muss mich fertig machen. Weiß Bescheid, nicht mit Becherchen. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Heute ein bisschen chaotisch, aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir das eine oder andere mitnehmen können. Weil ich bin echt alle. Das ist auch jedes Mal, wenn ich Auto fahre erst und dann filme. Das ist nicht so der Burner. Das ist nicht so, ne? Dann lieber morgens frisch, ne? Fröhlich, munter, als wenn du erst in der Gegend rumgurkst. Aber soll's. Es kann ja nicht jeder Tag gleich sein, ne? Auch nicht jeder Film kann gleich sein, auch nicht gleichwertig sein in dem Sinne. Aber ich denke mal, wir haben es doch einigermaßen hinbekommen, ne? So, sieht das jetzt aus. Kakteen im Wasser, in der Wasserkultur. Also das funktioniert tatsächlich und das können wir dann jetzt bei unserem Schlangenkaktus hier auch weiter verfolgen. Natürlicherweise muss das Glas noch abgedeckt werden, abgedunkelt werden in dem Sinne, ne? Damit sich dort keine Algen bilden, denn ansonsten funktioniert das nämlich nicht. Ja, okay, ich würde sagen, morgen geht es auf jeden Fall weiter. Morgen habe ich nämlich nichts vor. Und dann schauen wir mal, wie das mit der Monstera Thai Constellation dann morgen ausschaut. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte die Alocasia Amazonica Polly, die wir fluten, nochmal ranholen. Oh ne, heute nicht, kommt. Seid mir nicht böse, machen wir morgen. Ja? Machen wir morgen. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Okay, yippie-yay.